getan. Es sind viele neue Spieler dazugekommen. Da muss sich die Mannschaft erst noch finden. Aber die Vorbereitungsspiele, die laufen bislang schon sehr, sehr gut. Gestern wurde der FC Aberdeen geschlagen. Und die Vorzeichen sind also richtig gut für den Pokal. Marius Zimmermann. Es herrscht Freude am Betzenberg. Darüber, dass es bald losgeht. Darüber, dass die scheinbar endlose Vorbereitung fast vorbei ist. Darüber, dass die Mannschaft komplett ist und sich augenscheinlich auch ganz gut versteht. Wir haben eine sehr, sehr ähnliche Altersstruktur. Das heißt, die Interessen der Spieler sind auch sehr ähnlich. Wir haben eine hohe Kommunikation. Wir waren jetzt ganz, ganz viel zusammen durch die Trainingseinheiten, Trainingslager. Und da wächst so eine Gruppe. 10 neue sind im Sommer dazugekommen. Einer der erfahrensten, Christian Tiffert. Nach Stuttgart, Salzburg und Duisburg, jetzt Kaiserslautern. Noch genießt der 28-Jährige das Privileg, unerkannt durch die Fußgängerzone gehen zu können. Viel hat er von der Stadt bisher noch nicht gesehen. Das Training ließ dafür kaum Zeit. Es ist Vorbereitung und da läuft meistens alles über Quälerei und den inneren Schweinehund zu überwinden. Das kenne ich ja. Ist ja nicht meine erste Vorbereitung, aber es war schon ziemlich hart. Bei den Testspielen konnte Christian Tiffert zuletzt seine Qualität im defensiven Mittelfeld andeuten. Trotz der harten Vorbereitung zeigten sich die Lauterer insgesamt spielfreudig, konnten auch Mannschaften mit großen Namen wie den AG Auxerre oder den FC Liverpool schlagen. Anders als letzte Saison, in der fast alle Vorbereitungsspiele verloren gingen. Dieses Jahr läuft es wesentlich runder. Wir zehren schon davon, dass wir den Kader sehr, sehr früh hatten, ja, und auch die Qualität hatten, die wir wollten. Und das war ganz wichtig. Deshalb gibt es auch ein unheimlich enges Rennen um die ersten 11. Ja. Und ich denke auch weiterhin in der Saison haben wir so hohe Qualität, dass jeder wirklich anschieben muss, um seinen Platz zu behalten. Und jeder dann auch anschiebt, um in die Mannschaft zu kommen. Und davon können wir natürlich nur alle profitieren. Mit dem Deutsch-Griechen Thanos Petzos aus Leverkusen wurde diese Woche auch die letzte freie Position in der rechten Verteidigung besetzt. Trainer Marco Kurz hat jetzt auch die Kapitänsfrage geklärt. Abwehrchef Martin Amedik wird sich das Amt mit Sircan Lakic teilen. So war es auch im letzten Jahr. Christian Tiffert wurde als einziger Neuzugang in den Spielerrat gewählt. 5 Tage sind es noch, bis es losgeht. Bis dahin will er auch mal abschalten, um sich auf das erste Pflichtspiel für seinen neuen Verein vorzubereiten. Das Pokalspiel am Freitag gegen Zweitliga-Aufsteiger Osnabrück. Mit Osnabrück kann man, glaube ich, wenn man das letzte Jahr betrachtet, mit einer der schwersten Aufgaben im DFB-Pokal. Die haben auch eine Euphorie, sind auch Aufsteiger und haben letztes Jahr im DFB-Pokal viele Bundesligisten aus dem Wettbewerb geschossen. Und das ist natürlich schon eine harte Aufgabe. Trotz aller Vorsicht sind die Erwartungen beim FCK groß. Ebenso die Vorfreude auf die erste echte Standortbestimmung. Der Countdown läuft. In Sachen Pokal lief es ja im vergangenen Jahr.